Willkommen zurück zu Decay the Mayor. Es geht weiter, Leute. Ich habe mir einen Kaffee nebenbei gemacht. Ich hoffe, ihr habt es euch auch gemütlich gemacht, denn wir gehen in eine weitere Runde von der zweiten Folge, glaube ich, zweite Folge von Decay the Mayor. Mal schauen, was wir jetzt so Schönes hier finden werden. Und ja, ich weiß gar nicht, ob wir uns den Raum hier genau angeguckt haben. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, das war genau das, was ich wollte, womit ich zuletzt geendet habe, dass wir uns diesen schönen, tollen Raum jetzt hier mal angucken mit dem tollen, leicht gefährlichen Übergangsweg. Mal gucken, ob wir das... Ja, aber anscheinend dürfen wir über die Bretter einfach latschen. Das ist schön. Schwein, Pick. Schwein. Okay. Sie ist verschlossen. Dann werden wir da wohl noch einen Schlüssel oder sowas brauchen. Was haben wir hier? Da ist doch irgendwas, oder? Hier ist nichts. Doch, da ist bestimmt irgendwas. Nicht? Okay, da ist anscheinend nichts. Dann gehen wir hier durch die Tür. Ist immer so komisch, wenn man irgendwo hinkommt und dann gar nichts irgendwie findet in diesen Räumen. Aber okay, dann nicht. Ist hier wirklich nichts? Nee. Fragezeichen sagt auch, wir sollen gehen. Stimmt, ich drehe mich immer nicht oft genug um. Manchmal ist vielleicht auch was einfach hinter einem. Was aber auch, finde ich, total das Fiese an diesem Spiel ist, dass man, ja, immer vergisst, sich vielleicht auch mal umzudrehen. Ja, ist aber so, ne? So, dann gehen wir hier wieder weg. Können wir hier den Schalter betätigen? Nein, wir können aber durch die Gittertür gehen. Dann gehen wir durch die Gittertür. Was haben wir hier? Eine Schaufel. Aha. Mhm. Drehen wir uns nochmal. Will ich da schon durch? Mit dem Blinklicht? Kommen wir da nicht her? Hm. Ich gehe da nochmal hin. Nein, hier waren wir noch nicht. Oh, ein Drehrätsel. Das ist toll. Kann ich jetzt einfach weiterdrehen immer? Oder weil man kann hier irgendwie gar nicht die inneren, äußeren Ringe, ne? Man kann nur nach links und rechts drehen. Das ist irgendwie komisch. Ich will aber den Ring auswählen können. Kann man das nicht? Ich will die Ringe auswählen können. Dann nicht. Oh, ah. Okay, es ist... Ich wollte die Kamera ja noch verändern. Oh, hier hinter meinem blöden Kamerabild kann man die Ringe auswählen. Okay, dann können wir das Rätsel bestimmt lösen. Ich rate einfach. Ja, das ist schon richtig so, aber das Ganze soll mit der Nase nach unten. Sieht aus ein bisschen wie eine Katze. Mal gucken, was es wird. Bitte den... Ja, okay, dann eben. Den Ring. Dann gehört das Rote aber nach unten, oder? So. Oh, jetzt dreht sich aber alles wieder. Das ist nicht schön. Nee, lassen wir das mal so. Und dann nochmal den inneren hier. Auch der innere und äußere. Oh, das ist doch blöd. So ist aber schon ganz gut. Also sind die Augen jedenfalls beieinander. So ist nur der Innere, so ist nur der Äußere. Und so ist nur der. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man nur die beiden mal nimmt. Aber es ist auch verwirrend. Hm. Ich glaube, so ist es schon gar nicht schlecht. So ist die Nase nach unten und das Auge ist da oben. Nee, weißt du. Und dann... aber wieder mit. So auch. Ah, so ist ganz gut eigentlich. So, und jetzt nochmal geht nur der Äußere. Hatten wir das nicht auch mal? Nee, dreht sich der wieder mit. Das ist ja doof. Ja, ich weiß nicht so richtig, wie das ganz Äußere soll, aber ich denke mal... Ah! Okay, wir haben es schon. Es war natürlich geplant. Kreise. Ich habe eine Errungenschaft für Kreise bekommen und bekomme den Schweineschlüssel. Und damit können wir zur Schweinetür gehen. Ach, apropos, ich muss auch nach den Münzen Ausschau halten. Die sind ultra wichtig, die Münzen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob ich noch irgendwo eine Münze finde. Was haben wir hier? Es ist so dunkel hier drin, ich kann gar nichts sehen. Oh, das ist schlecht. War denn hier noch eine Münze? Könnte ja gut hier irgendwie auch noch rumliegen, ne? Und ich sehe sie bestimmt wieder nicht.
Da, eine Münze. Eine Münze, ich habe eine gefunden. Aber die sind so unscheinbar, voll unscharfe, kleine, helle Flecken. Mehr nicht. So, dann kann man hier nach rechts, da war die Schaufel. War hier noch was? Eine Münze zum Beispiel. Nein, dann möchte ich nochmal nach links und nochmal nach links. Und dann möchte ich hier nochmal durchs Gitter, damit wir zur Schweinetür gehen können. Da ist die Schweinetür. Wir nehmen unser Inventarzeug und verwenden das. Oh, und dann kriegen wir eine Tasche. Damit können wir bestimmt ins Dunkel gucken und einen Gehstock. Mhm. Na denn. Münze, 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 Münze. Keine Münze. Ich sehe, hier war eine Münze und ich sehe sie nicht wegen meinem scheiß Kamerabild. Ja, ich hab's vergessen. Ich wollte noch dran denken, aber ich hab's nicht. Ja, im nächsten Part. Versprochen. Es sei denn, ich mache einen Cut, dann kann ich sie auch gleich oben hinpacken. Ist ja wohl klar, oder? Kleine helle Flecken. Ihr müsst auch mitschauen. Und wenn ich sie übersehe, dürft ihr mir hinterher, damit ich mich ärgern kann, sagen, dass ich die Münze übersehen habe. Wir gehen jetzt mal zur dunklen Ecke. Dafür drehen wir uns, glaube ich, nach links wieder und müssen da durch. Da. Genau. Taschenlampe. Oh, eine Videokassette. Oh, das finde ich immer spannend. Videokassetten sind immer gut. Videokassetten sind toll. Münzen auch. Ja. Hier sehe ich aber keine mehr. Warum sind hier eigentlich riesige Augen und Fingernägel als Bilder? Wer macht denn sowas? Kann man sich hier nochmal nach rechts drehen? Das wäre auch ultra. Das mache ich mit dem Gehstock. Da kann ich bestimmt irgendwo ran. Oh Gottes Willen! Oh, immer diese Scheiße hier. Sie lässt sich nicht öffnen. Vielleicht mit der Schaufel. Vielleicht... Oh, ich muss meinen Herzinfarkt noch mit dem... Na, du sollst den Gehstock nicht untersuchen. Aber kann man natürlich auch machen. Du sollst ihn eigentlich verwenden. Nein. Okay, haben wir noch was zum Untersuchen? Untersuchen. Achtung, unheimlichster Film aller Zeiten. Na, ob das so stimmt? Der eine oder andere von euch hat sicherlich auch schon ein paar düstere Horrorfilme geschaut. Ob diese Videokassette das toppen kann? Das wissen wir, wenn wir vielleicht die gruselige Leiter hochgehen. Ja, wir gehen die gruselige Leiter hoch. Mutig, wie wir sind. Da ist wieder der The Ring-Stuhl. Und eine Münze. Münzensammler. So, dann gehen wir da mal hin. Da ist Nene. Das ist der Stuhl von Nene. Hier hat Nene gesessen. Das ist immer so verstörend, wenn das so kruschelig wird. Sind wir jetzt wieder in der anderen Welt? Oder wie? In der normalen? Ich guck mal wieder in den Kleiderschrank. Und es ist nichts drin. Wie immer. Das ist schade. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Fangen wir wieder von vorne an. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich habe bestimmt sowieso irgendwas übersehen. Frage ist, sind wir jetzt am düsteren Ort oder am normalen Ort? Ich glaube, wir sind am normalen Ort jetzt wieder. Immer wenn es rauscht, dann... Ja. Und ich habe auch gerade im Ladebild, habt ihr gesehen, da war das kleine Foto von dieser Katze, die wir gerade gemacht haben. Vielleicht ist ja hier auch noch irgendwo eine Katze gewesen. Tori. Tori war hier. Aber das wissen wir auch schon seit dem letzten Mal, dass Tori hier war. Aber jetzt haben wir unsere Inventarsachen. Vielleicht helfen die uns ja irgendwie bei irgendwas. Hm. Ach, drei, da wohnen wir doch, ne? Ja, da brauchen wir gar nicht hin. Da wohnen wir, da kommen wir doch her. Da war wieder die Katze. So, dann gehen wir mal geradeaus hier. Warum nicht, ne? Verschlossen, ach so. Dann nochmal nach links. Für die autorisierten Personen. Und was war hier? Lässt sich nicht öffnen. Wir können ja auch schlecht mit den Leuten jetzt nochmal reden, weil ich die blöde Kamera im Weg habe.
Ach, jetzt sind wir hier schon wieder. Warte, war da eine Münze? Und finden wir die hier in diesem... Jetzt bin ich total verkehrt gelaufen, ne? Ja. Guck da nochmal rein, du. Hier, das da? Nee, das ist wahrscheinlich vom Klo. Vom, na, wie heißt denn das noch? Wenn man spült, nicht ein Spülbecken. Ja, zum Spülen halt. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Druckknopf in meiner Wand, von daher. Aber vielleicht finden wir hier auch noch tatsächlich irgendwas. Ach komm, das Fragezeichen sollte uns mal führen. Wir sollen hier rein. Dann gehen wir da rein. In den Flur. Wieder dahin. Du musst dich in diesem Bereich weiter umschauen. Ach so. Vielleicht nochmal im Kühlschrank. Begräbnis. Oh, da steht jetzt was anderes. Da war aber vorher irgendwas mit Essen. Appetit macht Freude oder was war das? Keine Ahnung. Begräbnis. Na. Here needs no sauce. Genau. Irgendwie Appetit braucht keine Soße oder sowas, ne? Ich will aber nicht wieder in unser Zimmer zurück. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas. Guck mich doch hier schon um. Hier gibt es anscheinend noch was zum Sammeln oder so. Vielleicht hier beim Fernseher nochmal gucken. Oh, die Musik ist aber auch gerade ein bisschen unheimlich. Vielleicht nochmal hier in der Schublade. Vielleicht ist ja jetzt was drin. Tatsächlich eine Münze. Über die war aber vorher nicht da. Die hätte ich aber eingesammelt. Wie viele haben wir jetzt eigentlich? 5 von 10. Okay. Na denn. Ja, dann weiter geht's. Bisschen doof hier gerade alles so. Was mache ich denn jetzt hier? Mann, die sollen mal ein bisschen mehr Tipps noch geben. Oder man soll irgendwo hier bei einer Tür wohin. Die lässt sich eh nicht öffnen. Was soll ich denn dann machen? Lassen sich doch alle nicht öffnen. Die doch auch nicht. Nö. Also, kann nicht vergessen hier mit den Türen. Nummer 2. Nochmal quatschen. Ich halte das nicht aus, Mann. Ich dreh durch. Ich werde sterben. Er lacht mich aus. Wer lacht? Wer lacht dich aus? Nene, er will, dass ich sterbe. Also ist Nene ein R. Nene ist ein R. Nochmal quatschen. Komm, erzähl nochmal. Ich halte das nicht aus, Mann. Ich rede. Nene. Okay. Ja, dann haben wir jetzt geredet. War es das? Nö. Was wollen die denn noch von uns? Was wollt ihr noch von uns? Hm. Oh! Hier sollen wir wieder hin. Ja, wir wollen das nochmal untersuchen. Kiss me, date me. Genau, das hatten wir auch zuletzt. Was könnte man denn da mal reintun? Dates me könnte man doch gut bei der beim Dates me-Ding. Nichts passiert. Hatte ich das letzte Mal nicht auch schon ausprobiert? Irgendwas muss man ja wohl hier reintun. Was ist das hier eigentlich? Ach, der Messergriff. Hm. Vielleicht finden wir ja noch einen Videorekorder für die Kassette. Wäre ja nicht schlecht. Also ich glaube, irgendwie über die Tür kommt man immer so in die andere Welt, ne? Das sieht immer so... Hm. Hallo, verschlossen. Gucken wir hier nochmal. Fein herum. Gehen nochmal durch die Doppeltür. Hier ist wir, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite, wo wir hergekommen sind. Faszinierend. Was ist, wenn ich jetzt nochmal die Leiter hochgehe? Komme ich dann wieder... Gehe ich dann immer wieder durch das Zeitportal? Das ist leicht gruselig. Da hängt jemand. Das ist irgendwie eklig. Sam, er ist jetzt verschwunden. Du meinst Nene? Ja. Sag, das ist jetzt... Oh. Ich mach mal kurz einen Cut und verschieb die Kamera. Das ist echt doof. Bis gleich. Moment, Sekunde. So schnell geht das. Toll. Jetzt haben wir sie hier oben. Das ist viel, viel besser. So, wer ist... Nee, nee. Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist.
Bis nini. Ich und Juan, ein anderer Typ aus meiner Gang, Chicanos Locos, waren auf dem Heimweg von einer Party. Aus wir einen von einer anderen Gang trafen, aus wir einen, mit der wir Krieg hatten, wir haben ihn an seinen Farben erkannt. Er hieß Nene und trug purpurne Gangfarben. Wir waren betrunken und Juan, mein Freund, hatte eine Waffe mitgenommen, eine alte deutsche Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg. Juan gab sie mir und sagte, ich sollte Nene aufhalten. Weil ich noch neu war, musste ich ihm beweisen, dass ich hatte, was ein Chicano Loco mitbringen muss. Was auch immer ein Chicano Loco ist. Ich ging auf ihn zu und hob die Waffe. Wir zwangen ihn mit uns in ein verlassenes Industriegebäude, gerade außerhalb von Newark zu kommen. Newark. Und fanden einen leeren Lagerraum, wo wir ihn auf einen Stuhl setzten. Oha. Ich hielt die Pistole an seine Stirn. Ich fühlte mich mächtig, als Nene zu weinen anfing. Und aus Spaß ist dann ernst geworden. Dann ging ein Schuss los. Er fiel rückwärts zu Boden. Da lag er und starrte die Decke an. Es war in nur ein paar Sekunden vorbei. Wir ließen die Pistole, die Mordwaffe da und liefen heim. Eine Woche lang blieb ich in meiner Wohnung. In der Zeit redete ich mit niemandem. Jede Stunde schaute ich mehrfach durchs Fenster raus auf die Straße, um zu sehen, ob da Cops sind, aber es waren nie welche da. In dieser Woche fuhr die Gang von der alten deutschen Pistole am Tatort, von der jeder wusste, dass sie Juan gehörte. Bevor die Polizei ihn festnehmen konnte, wurde Juan tot aufgefunden, vermutlich von Nenis Gang getötet. Fast alle meine Träume drehten sich um Nene. Er war da, hat mich beobachtet, mich daran erinnert, was ich getan habe. Ich dachte, es würde hier in Reaching Dreams besser werden, aber es wurde schlimmer. Das ist also passiert. Das ist also Nene. Oh, heftig. Also, keine Ahnung, wie man auf solche Ideen kommt, aber war ja klar, dass es schief geht. Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Ja, wenn wir jetzt das nochmal anklicken, dann... Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Ich glaube, er ist jetzt glücklich. Also, weil wir jetzt das Geheimnis sozusagen gelüftet haben... Okay, Raphaels Geständnis ist die Errungenschaft. Und jetzt können wir uns den Schlüssel nehmen. Aufheben, Lupe. Okay, kein Schlüssel, eine Lupe. Und dann schauen wir uns den nochmal an. Ach so, dann können wir uns das nochmal anhören. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weg hier von dem. Ja, dann tschüss. Dann soll der mal da hängen bleiben. Ach ja, hier können wir uns ja auch nochmal umgucken. Oder auch nicht. Jetzt kann ich natürlich oben links nicht gut schauen, aber unten links. Und das ist auch gut. Dann gehen wir jetzt wieder runter. Ja, bitte. Weg von hier, von dem gehängten Mann. Das ist natürlich übel ausgegangen, die Geschichte. Aber wenn die Schusswaffe da noch lag, warum haben sie dann irgendwie... das nie rausgefunden, wer das war. Und was können wir jetzt mit der Lupe machen? Gehen wir hier erstmal wieder rüber. Die ist verschlossen. Ach nee, hier gehen wir jetzt dann wieder durch die Doppeltür, ne? Ist auch Quatsch, oder? Verstehe ich das schon wieder was falsch? So verwirren hier. Was ist hier? Ach so, so ein Schacht oder was? Okay. Und wenn wir hier nochmal das untersuchen und mit der Lupe vielleicht? Kann man das hier verwenden? Das kann nicht hier verwendet werden, okay. Was kann man denn da noch machen?
keine Ahnung. Auch 5 von 10 Münzen erst. Wir müssen mal ein bisschen... Da, die Münzen müssen gefunden werden. Muss ich ja doch anscheinend hier durch. Gucken, was wir hier so finden. Was war hier nochmal? Da war aber schon... Hatten wir doch schon rausgeholt, ne? Was wir hier... War da nicht sogar auch eine Münze drinne? Immer diese scheiß Münzen. Nee, da will ich nicht schon wieder durch. So. War hier jetzt noch irgendwas? Komm, für uns mal Fragezeichen. War schon richtig anscheinend hier, okay. Jetzt sollen wir doch... Ach, wir sollen doch da wieder hin. Münze! Münze. Münze. Da durch die braune Tür, ja. So, hier war doch vorher nichts. Was sollen wir jetzt hier? Warum ist jetzt hier? Warum? Hä? Ist hier irgendwas zu tun? Oder was? Seht ihr hier irgendwas, was man hier machen kann? Warum sollte ich denn dann hier hin? Ach, vielleicht von der Seite? Kann natürlich auch sein. Aber auch hier sehe ich nichts. Hm. Die Zettel kann man auch nichts machen. Dann gehe ich wieder. Damit das Fragezeichen mich da wieder reinschickt? Damit das Fragezeichen mich wieder reinschickt. Irgendwas muss es hier zu tun geben und... Es gibt ja nicht mal ein Aktionsgebiet hier irgendwie. Hallo? Können wir hier einfach schaufeln? Nein, sagte das Spiel. Mit der Taschenlampe vielleicht mal. Nein, auch nicht. Mit der Lupe? Oh, wie wäre es mit unserem Fotoapparat? Den haben wir doch schon lange nicht... Ach, den haben wir gar nicht mehr, ne? Die Uhr? Und wir machen jetzt einen auf Hermine aus Harry Potter mit einem Zeitumkehrer und benutzen die Zeit, um Dinge zu verändern und sie wieder so zu machen, wie sie vorher waren. So, jetzt gucke ich mir jetzt hier ganz genau mit der Lupe an oder der Taschenlampe, eins von beiden. So. Jawohl. Okay, das ist... Oh. Der Mann war von einer Welt der Finsternis verschlungen worden. Das Messer mit dem grünen Griff war seine Erlösung. Seine Wehen waren aufgeschlitzt, als die Sonne plötzlich im Osten aufging. Ist hier noch was unten, oben? Also nochmal. Bitte, was? Ich gehe hier überall beim Bild hin. Aber anscheinend ist das der Spruch, der hier wichtig ist. So, also von vorne. Der Mann war von einer Welt der Finsternis verschlungen worden. Vielleicht ist das wieder ein Rätsel. Das Messer mit dem grünen Griff war seine Lösung. Also Messergriff haben wir auch. Seine Wehen waren aufgeschlitzt, als die Sonne plötzlich im Osten aufging. Sollen wir dann von dem Gehängten die Wehen aufschlitzen? Also mit unserem Messergriff, wo wir noch die Klinge brauchen? Das muss ich mir vielleicht nochmal genauer ansehen. Okay, ich bin ein Detective. Auch dafür habe ich eine Errungenschaft bekommen. Ja, das ist schön. Aber irgendwie... Ja, gibt es hier anscheinend auch jetzt nichts mehr zu tun. Dann gehen wir wieder. Tschüssi. Es würde mich nicht wundern, wenn jetzt immer voll die Schocker-Momente hier kommen. Ich hab's gewusst, ey. Boah! Ich hab's noch gesagt. Ich wusste es. Oh Gott. Dieses Spiel. Ich fange hier mal so ganz gechillt und entspannt an. Ne? Aber so langsam wird das Spiel echt gemein. Es hat echt fiese Schockmomente, muss ich sagen. Und ich spiele ja auch Silent Hill und so, wisst ihr ja. Huh. Da braucht man gar keinen Kaffee mehr. So. Ich weiß gar nicht. Haben wir diesen Ball jetzt hier auch aufgehoben? Ja, haben wir.
untersuchen. Oh Gott. Steht da vielleicht was drauf? Kann man den auch nach oben drehen? Nee, nur nach links, rechts. Okay. Das ist einfach nur ein scheiß Ball. Ah. Gut. Leck mich am Arsch, Spiel. Aber warum auch? War hier vielleicht rechts noch irgendwas Münziges? Ah, ich glaube, ich soll wieder zurück. Naja, habe ich mir fast gedacht. Ist schon gemein. Leicht gemein. So. Sieht man hier irgendwas Besonderes noch? Nein. Ach, ich soll da durch. Okay. Puh. Kann ich vielleicht den Ball jetzt hier in diese Schachteln legen? Verwenden? Ja. Wie wäre es in den Grün? Hier rein? Nein? Aufheben. Also grün passt hier zu diesem grünen Etikett, aber ich lasse ihn da mal... Oder ich probiere ihn jetzt mal überall aus, für den Fall, dass er irgendwo was mehr bewirkt. Dann habe ich alle ausprobiert. Hier wird mir ja wohl hoffentlich nichts passieren. Okay, es hat nichts gebracht, egal an welcher Stelle. Dann kann ich den ja jetzt hier... einfach mal da so reintun. Ich lasse ihn da jetzt einfach mal drin. Vielleicht finden wir ja noch ein paar mehr Bälle. Nö. Und dann... So. Ich muss mich hier weiter umschauen. Ja, aber... Hier ist doch nichts mehr. Ach, den Ball habe ich jetzt wieder mitgenommen? Echt? Ja, dann pack den doch da rein. Ach, dann nimmt die Person... die wir spielen, den immer mit. Hier, da komme ich doch... Ah, ich weiß schon. Ich komme bestimmt mit meinem Wanderstock da jetzt ran. Haha, jetzt kommen wir nach oben. Ja. Wo gleich jemand uns den nächsten Ball zuwirft. Das ist gar nicht unheimlich, dass da eine dunkle Ecke ist und ist okay. Wundern wir uns nicht. Irgendjemand ist so nett und gibt uns noch mal ein paar mehr Bälle. Bitte, dann tu die Bälle hier jetzt rein. Du hast die Bälle doch... Ja, ich wollte gerade sagen, untersuchen. Ist denn mit dem Ball irgendwas Tolles? Nein, es ist einfach nur ein blöder Ball. Dann pack den da rein und den grünen daneben. Hm? Nein. Dann nicht. Okay, können wir jetzt hier nichts machen? Hey, da kommt bestimmt noch irgendwann was runtergesprungen oder so. Oh Gott. Okay. Kann das Fragezeichen wiederkommen? Das blöde Fragezeichen, ohne das komme ich hier nicht klar. Ich weiß gar nicht, wohin gerade. Ich habe mein Fragezeichen wieder. Du musst dich in dem Raum weiter umschauen. Auch hier ist was. Echt? Kann ich das Ding irgendwie öffnen? Nein, keine Lupe. Das ging auch nicht. Mit der Schaufel vielleicht? Nein, hatten wir, glaube ich, auch schon ausprobiert. Diesen Griff. Vielleicht können wir den Raum mit unserem Zeitumkehrer wieder ordentlich aufräumen. Nichts passiert. Dann vielleicht hier nochmal das ausprobieren? Nichts passiert. Okay. Was wollt ihr denn dann hier von mir? Hier ist doch nichts. Hä, was soll denn hier sein? Da ist schon wieder der nächste Ball. Ich habe den nächsten Ball geschenkt bekommen von dem Geist. Das ist ja schön. Und kriegen wir noch einen Ball geschenkt? Hier bestimmt nicht. Hier haben wir den grünen schon bekommen, der mich zu Tode erschreckt hat. Von daher gehen wir mal raus. Voll gemein, das Spiel.
Nein, ich möchte nicht schon wieder dahin. Ich möchte aber auch nicht wieder zurück. Ich möchte hier hin, genau dadurch. Vielleicht nochmal da oben bei der... Sagt alles, oder? Wir haben den letzten Ball bekommen. Wieso kriegen wir jetzt Bälle einfach zugeschmissen? Das ist unheimlich und gemein. Ich bin ein Ballsammler, toll. Wollte ich schon immer mal sein. Vor allem in diesem Spiel. So, seht zu jetzt. Jetzt können wir die Bälle nämlich da reintun. Ja, wir wollen die Bälle da alle reintun. Das ist unsere lustige neue Idee. So, Kiss Me kommt bestimmt hier bei Rot rein. Und so. Hm, grün, wie gesagt, irgendwie da so. Dates Me. Boah, ich weiß es nicht. Ich mach den weißen mal hier rein. Oder was auch immer das für eine Farbe hier sein soll. Und den gelben mache ich hier rein. Und nichts passiert. Das ist ja schön. Dann werde ich jetzt nochmal weiß und gelb tauschen. Genau, vielleicht ist das ja, reicht das ja schon aus. Wenn nicht, muss ich nochmal eine andere Kombination ausprobieren. Wäre ja klar. Toll. Le Wurst. Mache ich nochmal grün ans Ende. Irgendwas soll ja passieren hier, ne? Auch das ist die falsche Kombination. Das freut uns natürlich. Aber warum auch? Sieht immer aus wie ein weißer Ball. Hier drin sieht aus wie ein schwarzer. Vielleicht kann man das auch irgendwie... Nee, ich lass den grünen mal da drin. Ich nehme mal den roten nochmal und pack den hier daneben. Du roter Ball, du. So, und dann packe ich mal den weißen hier an den Anfang. Oder was auch immer das für eine Farbe ist. Und auch das ist nicht richtig. Tja, die richtige Kombination werden wir bestimmt im nächsten Part trotzdem herausfinden. Bei Decay the Mare. Und mal gucken, wie viele Schock-Momente da noch bei sein werden. Und ich hoffe, ihr steht mir bei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.